Hallihallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Space Engineers. Sebastian ist auch am Start. Hi. Hi. Und Hunde. Hi. Hier ist Cyberbauer, ist auch da. Ey, das Ding hört sich an wie eine Flak, ey, ganz ey. Au! Alles cool. Boah, ich hab nur noch 35% Health. Ja, ein Scheiß mal feilen, ne? Würde ich auch mal sagen. Warte, hier sind Motoren und so ein Shit drin. Nimm das mal mit. Wieso ich? Ja, weil ich voll bin. Du so scheiß Säufer, ey. Ist ja schon wieder voll. Und dann einen Montag. Ja, war die FH abends, das ist okay. War die FH so anstrengend, ja? Mhm. Lass mich den looten. Geht doch. Ey, jetzt hat sie mir die Dinger gemobst. Das hat lang genug gedauert. Und dann mobst du mir den einfach. Freunde, wir werden heute... Hallo? Wir werden heute den Jungfernflug mit unserem Klotz machen. Ja. Geil, ne? Da werde ich mir auch die Klötze abfreuen, wenn das Ding abhebt. Tut sowieso. Du wolltest ja eh schon nach der Aufnahme heißes Wachs auf die Lippe kippen. Hammer nicht. Warum nicht? Gerade war auch noch eine angeregte Diskussion hier. Ja, angeregt, genau. So. Oh ja. Wir brauchen jetzt ein bisschen von dem Stuff. Ja, okay, ist drin. Große Stahlrohre, 4 Stück. Bam, bam. Ja, wann hebt... Achso, wir müssen erstmal die Stützen draußen ab, die Rampen draußen abbauen, ne? Computer. Oder so. Geht natürlich auch. Also, ja. Klar, willst du mir noch was mitteilen, ne? Ja, das Gyro ist fertig. Wir können theoretisch fliegen, wenn auch nicht besonders gut. Wie wär's denn mal mit Seitentriebwerken und so? Und Triebwerken, die nach vorne zeigen. Um mal nach vorne zu fliegen und echt nur nach oben. Wir sind kein Fesselballon. Wir fliegen, wohin der Wind uns treibt. Ja. Nirgendwo hin, so. Das Ding wie fucking 20 Tonnen oder so. Den einzigen, mit dem das Fahrzeug treibt, ist der Boden dann. Wo schrauben wir den Scheiß denn dran, sag mal? Ja. Und ist egal. Das sieht. Ach, wie ist egal? Ja, warte mal, ich kann gerade nicht denken, ich baue hier gerade Sachen. Ey, yo, lass mal hinten drauf bauen. Das wäre doch mega sexy, oder? Boah, geil, ich bin... Oh. Okay, nochmal. Lass mal oben drauf schrauben, den Shit. Wir haben uns, dann müssen wir unser eigenes Methylrezept erstellen, Junge. Das geht klar, du. Das geht frisch, das geht ab, das geht steil. Guck mal hier, wir haben sogar. Boah, du bist ein richtiger Dichter und Denker, ich sag dir. Wir haben sogar schon oben die Dingens dafür gelassen. Die mittlere. Die B-Säule auf dem Dach. Ich seh jetzt mal einfach. Guck mal, komm mal, tu mal, mach mal. Ja. Was ist los? Komm mal hoch hier, aufs Dach. Aufs Dach? Du Kacke. Wo? Über die Rampe aufs. Musst du von außen an der Turbine vorbei, auf die Rampe springen und dann aufs Dach klettern. Ja, oder ich baue mir einfach so ein Ding hin. Nein, das ist doch viel zu einfach. Die ja, Leute gut, ich komme über deine Rampe. So, wo bist du? Oh, hier ist die Wand. Die Rampe ist außen. Ach, da. Ach, hier so? Genau, da hoch und dann da drauf und dann auf das Dach. Pass auf, dass wir nicht ins Loch fällt. So. Er hat genau das gleiche gemacht wie ich auch. Er ist ins Loch gefallen. Und ich sag noch, pass auf, dass du ins Loch fällst. Aber no, Sir. Warte, mach ich nochmal. So, wow. Ich hab nur auch gewartet. So, guck mal, hier siehst du, hier kannst du direkt dann auf den Arsch setzen, oder? Was? Ach, hier so ein Triebwerk hin, was uns vorpropelliert, oder was? Genau, hier so in die Mitte am besten. Nicht, dass wir eine Schlagseite kriegen oder so. Schlagsahne. Einfach hier so in die Mitte. So.
Dann haben wir schon mal einen Vortrieb. Und dann machen wir am besten. Ja, dann machen wir. Ja? Wo ist denn der Small Atmospheric Thruster hier? Ist, bin ich blind? Ich weiß nicht. Ach da, okay. Und der ist auch voll small. Hast du Stahl? Nö. Ja gut, dann spring ich jetzt wieder hier runter. Okay. Hat sich jetzt echt jawohl, natürlich springe ich auch bis ganz unten, damit sich das auch lohnt. Natürlich! Weißt du, was wir auch mal bräuchten? Beleuchtung. Ach, man scheiß sieht gar nichts hier drin. Wir haben Triebwerke. Wenn die Dinger anziehen, so, ist was kostet das Ding überhaupt? Stahlplatten 35. Ja, das ist ja nicht viel. Dann nehme ich mal direkt 50 mit, dann können wir zwei bauen. Weißt du, Grammatik gab es damals noch nicht, zu Robins Zeiten. Stahlplatten so, 35. Herstellungskomponente 100. Und noch einmal zwei halbe Haaren. Zum Mitnehmen. Produktion. 10, Chantal, 11. Geh mal zu die Oma. So. 16 Stahlrohre. Das ist doch sogar wieder so oh, typisch. Oh, ich weiß nicht, ob ich das alles reinkriege. Das ist doch wieder so typisch RTL. Das hat mir ein Kollege erzählt. Aus der Schule. Warst du irgendwie eine beim Bewerbungsgespräch? Ja, guten Tag, ich heiße Jasmin. Und der Typ, der Bewerbungstyp hat sich halt vorgestellt. Marc. Und die gucken die an. Jasmin! Eigentlich musst du doch sagen, ja, alles klar, sie haben sich echt gut geschlagen, bis zum Nachsitzen gekommen, bitte verlassen Sie meine Firma, ja. Wenn ich schon ankomme, hallo, ich heiße Jasmin. Hallo, Marc. Jasmin! Und Spaß! So, hier. Du brauchst Shit. Du musst mir Shit bringen. Wie, ich brauch Shit und ich muss bringen, oder was? Wo sind wir denn hier, sag mal? Ja, du musst liefern hier. Wir brauchen Stahlgerüste, aber ich krieg die nicht mehr rein. Warum Stahlgerüste? Ja, ich hab mir das Rezept für das Triebwerk nicht ausgedacht, ist halt so. Du meinst Metallgerüste, ja? Ja. 10 Stück? Nee, wir wollen 2 bauen. Also 20? Also brauchen wir 20, ja. Brauchen wir tatsächlich richtig? Okay, cool. Na, easy. Weißt du, guck mal. Zack, fertig. Bam, ab der Fisch und los geht's. Jetzt wird schon wieder dunkel, oder was? Ey, was ist das denn? Warum wird denn hier dunkel? Wow, und der... Oh, fuck, ich bin schon wieder ins Loch gefallen. Warum hast du den jetzt ganz nach hinten geschraubt? Kriegt das Ding dann die Übergewicht nach hinten? Hä? Warum hast du das nicht in die Mitte gesetzt? Kriegt das Ding jetzt nicht Übergewicht nach hinten? Wie in die Mitte? Nee, ja, es sind doch vorne und hinten welche. Oh, ach so. Ist alles cool. Die nach vorne zeigen? Nee, okay. Ja, wir brauchen irgendwie eine Bremse, oder? Ja, Entschuldigung, ich dachte, du hast die beiden nach hinten für den ultimativen Schub, weißt du, dass dir das Ding die Nasenhaare wegbrennt. Nee, muss nicht. Wir brauchen nur 100. Ach, die Teile werden uns sowieso nur vielleicht hier mit 2 km pro Stunde beschleunigen. Wir brauchen. Boah, das sind schon wieder Kackhunde, ey. 226 Motoren brauchen wir. Boah, ich latz die jetzt so aus dem Schlafanzug, jetzt reicht's mir. Okay. Boah, trotzdem 226 Motoren. Wow. Ich hab Angst, Sebastian. Ich hab meine Gesundheit überhaupt nicht voll, ich geh nochmal wieder rein. Du machst das schon. Ja, hast die Tür zugemacht. Sonst sagen die gleich guten Tag. Nee, machen sie nicht. Ich höre die. Ich höre die auch. Die bauen ja uns jetzt hier, wenn nicht die Karre auseinander, oder? Nee, die bauen mich auseinander. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Hilfe! Okay. Alter, sind das viele! Ich bin tot. Ich will meine Knarre wieder, ihr Schweine! Mach sie weg! Ja, Mann! Ich box dich! Mach den, sterb den! Los! Hilfe! Mach ihn, hack ihn um!
Ich will nicht sterben! Ich will meine Waffe! Hilfe! Der ist tot, alles cool! Ja, wo ist meine Leiche? Keine Ahnung, da oben. Du feig bist. Ja, hier ist aber nix. Das wurden gerade ein paar viele, ne? Ein paar viele, ja, ja. Oh fuck! Das sind meine Waffen! Oh, ich hab nur noch 5%! Ich hab mein Werkzeug gefunden, aber meine Waffe ist weg, glaube ich. Die liegt ja bestimmt noch. Ja, ich muss gleich mal suchen. Er ist so gerade einfach mir vorbeigerannt. Du juckst mich überhaupt nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, komm, weißt du, schneller irgendwie Gesundheit aufladen kannst du nicht? Okay, gut. Hilf mir, hier sind noch Hunde. Ey, ich krieg auf den Sack. Ja. Hier unten sind Hunde. Ah, jetzt heile ich mich. Die sind alle tot, Robin. Ich höre sie doch. Ja, das ist Halluzination. Das kann schon mal bei einem Krieg. Jawohl, da kommt er! Ja, hauen weg. Kann ich nicht! Wie? Du hast doch eine Waffe, du bist gestorben! Ich hab keine Waffe! Du bist doch gestorben! Ja, aber da kriegst du Werkzeuge und keine Knarre. Ich hab keine Knarre. Du hast die Billo-Knarre. Du hast nur den falschen Mod ausgewählt. Die für die falsche Knarre. Der kommt hier hoch. Der kommt nirgendwo hin, kommt der. Der kommt ins Verderben, kommt der. Wo ist meine Waffe? Ja, ja. Hat der böse und ey, mir fehlt eine Stahlplatte. Das glaubst du. Ist die Waffe jetzt echt im Arsch, oder was? Ja, ich hoffe nicht, sonst wird's eklig, die wiederzuholen. Oh, die ist weg, ey. Kann auch nicht. Ja, mein Gott, ich mache mir jede Folge eine neue Waffe. Ja, toll, aber jetzt gehöre ich auch noch zu den verschwenderischen Typen hier. Willkommen im Club. Wir haben doch einen Pulli gestrickt. Alter, wir brauchen... Machen wir unten die Rampe fertig? Ich baue die Triebwerke fertig. Ja? Ich baue mir jetzt erstmal wieder einen Automatik-Rifle hier. Okay. Nimm mal die... Obwohl, nee, machen wir erstmal die Rampe fertig. Mit dem Motor, mit dem Dach komme ich schon alleine klar. Mach mal direkt... Wir brauchen ja noch Seitentriebwerke. Ne? Mach mal direkt wieder 236 Dinger fertig. Warum 236? Ja, 26 meine ich. Oh, Robin, warte mal. Sind die ja, für die Triebwerke. Wir brauchen nur noch zwei, die zur Seite zeigen, damit wir gehen können. Ja, gut. Setz dich mal ins Terminal, nicht, dass gleich die Turbine losgeht. Mir ist übrigens mal aufgefallen, warum die immer losgegangen sind. Ne? Wir waren voll dämlich. Wir hätten einfach nur hier die Trickerdämpfer ausmachen müssen. Sind sie aus? Jetzt sind sie aus. Die Dinger sind an, Robin. Das Ding ist an. Warum ist das Ding an? Ich habe keinen Trickerdämpfer an. Robin, es ist an. Es ist aus. Ja, sag ich doch. Ja, es wird trotzdem an. Aufgepasst, ich mach das zweite fertig. Okay. Ich lasse das mal bleiben. Ich habe zu wenig Materialien. Alles kühl. Eisgekühlter Bommelunder. Bommelunder, Eisgekühlter. Wo sind die Motoren? Wo sind die Motoren? Ich hab die. Okay. Wie viel soll ich noch machen? 226 oder so? Ja, ja. Warum machst du nicht einfach mal STA? Ich wollte gerade sagen. Gut. Oh. Wir haben aber noch genug Zeug dafür, ja? Gut. Keine Ahnung. Wird sich zeigen. Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, Nickel geht bald zur Neige. Nein, hol Nickel weg. Oh. Oh Gott, das war selbst für dich ziemlich low. Entschuldigung. Alter. Der hat ja schon fast physikalisch wehgetan, der Witz. Ach, ist das schön, ey. Immer diese kreativen 5 Minuten, ey, ein Traum. Ja. Ey, wird das schon wieder dunkel?
Nein, es wird gerade wieder hell. Okay, gut. Das sah du so hast aus. Es nicht so mit den verschiedenen Dämmerungen, wie die funktionieren und so, kann das sein? Ey, das sah im Auto halt so aus, da krieg ich dafür mir die Dreckskarte. Wow! Autsch. Ich bin fast tot. Ich bin übers Dach drüber gesprungen. Wie schaffst du das denn? Das war Kunst. Ey, die Turbine dreht sich. Was soll ich davon halten, Robert? Ist doch schön. Was, ja, du hast gesagt, das Ding ist aus. Ja, die dreht sich aber immer. Die großen nicht. Doch, nur obendrauf. Nee, drehen sich eben nicht, guckst dir an. Ja, weil ich sie komplett abgestellt habe. Ja, warum drehen die sich denn? Ich hab den Strom weggemacht. Meinst du, die hat jetzt Spaß dran, sich zu drehen, oder was? Ja. Okay. Wir brauchen geil. Noch zwei Stück für die Seite, dann können wir nicht abheben. Das schaffen wir sogar noch in dieser Folge. Ja, hast du... Zwei Hände, yo, hab ich. Du auch? Boah, Stahl. Dann verschwindet er einfach. Hui, und weg ist er. Einfach mal alles, was geht, hier an Stahlplatten mitnehmen. Okay, das war alles, was geht. Alles, was geht, ist gar nichts. So. Oh. Du musst schon mal den ganzen anderen Shit an den Start kriegen. Ach ja? Die da wären? Blumenkohl, Sauerkraut, Eier! Oh geil, das hätte die letzte Gruppe nicht gewusst. Ja. Sexy. Ich hab Motoren. Ich bin der Motormensch. Wird schon wieder, jetzt wird aber dunkel, da kannst du mir keinen erzählen. Die Sonne neigt sich gen unter. Gehen unter? Da vorne, den Planeten, den man da sieht, ne, können wir da hinfliegen? Oder ist es einfach nur Map? Wir können eigentlich überall hinfliegen, wo wir gucken können. Nein, ich meine, oh. Warte kurz, ich komme nochmal rein. Ich meine... Da. Die Musik hat bei mir gerade so ein bisschen Techno gemacht. Die macht gerade so wah 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 wah. Die Technobiene. Da meine ich, siehst du? Ja. Da kommen wir hin? Ja. Lass da mal hinfliegen. Können überall hin. Ich sag das doch nicht für Nüsse. Wie? Ich kann keine Motoren reintun. Sie, Sir, können da keine Motoren reintun. Atmosphärik Treter. Oh, ich glaube, die Folge wird ein kleines bisschen unschön. Wieso hast du nicht aufgenommen? Ich hatte noch die Bildschirmaufnahme von Unturned. Da ist er wieder, meine Damen und Herren. Okay, ich habe jetzt gerade aber umgeschaltet zur Game-Aufnahme. Das heißt, jetzt ist wieder alles ultra flüssig. Tut mir leid, da habe ich wohl irgendwie kurz nicht aufgepasst. Für die letzten zwei Minuten, sagst du? Ja, die letzten zwei. Ja, tatsächlich, exakt zwei. Ist das nicht geil hier, Leute? Ist das nicht geil? Also, wenn das nicht... Da weiß ich auch nicht, wenn das nicht geil ist, also... Also, nee. Also, da fehlen einem schon die Worte, wie scheiße das ist, ja. Das ist unglaublich. Egal, das ist jetzt halt einfach Solidarität zu Unturned, ja? Wenn Unturned scheiße aussieht diese Woche, dann sieht Space Engineers auch scheiße aus diese Woche. Das ist schon okay. Ach so, sagst du, das muss dann so? Ja, das muss so. Wenn er das sagt, dann ist das so, Leute. Also, da kann ich halt auch nichts zu sagen. Also, da hat halt Robin das Wort. So, komm, mach fertig. Wie viel Stahlrohre hat man gebraucht für die Dinger? Gar keine, oder? Ey, keine Ahnung. Ich glaube schon ein paar. Das Ding muss ja auf irgendwas mit irgendwas connected sein. 8. Also was? Äpfel, Bieren, Klöße. Stahlrohre, habe ich doch gerade gesagt. Hör mir doch zu. Oh. Wie viel Stahlrohre brauchen die nochmal? Keine Ahnung. 8. So, wo war jetzt die Information, die dir gefehlt hat? Ja, du bist nämlich auch nicht mehr ganz wach hier. Das ist vollkommen gelogen. Das hat er wieder so ein bisschen unterschlagen hier.
brüllt er sich hier ein ab, du Gesundheit überfreut. Danke, ich glaube, mein Mikro ist kaputt, ich muss ein neues kaufen. Ja, willst du dich verarschen? Hast du jetzt ernsthaft genug? Ich habe 226 Motoren hergestellt. Wieso brauchen wir denn keine Motoren mehr? Ich habe auch 226 Motoren hergestellt. Ja gut, alles klar. Wir können also noch 2 Triebwerke bauen, wenn du Bock hast. Ja, wir machen einfach eins noch oben und unten dran. Oder, keine Ahnung, Booster. Jawohl, Nitro. Noch 2 nach hinten. Was brauchen wir noch? Ich weiß nicht. Was ist denn noch nicht drin? Für den Triebspeck? Keine Ahnung, ich bin hier unten. Brauchen die Computer vielleicht? Weiß ich nicht. Ich guck mal. So, die Folge ist zu Ende. Was? Warum? Ach so. Weil Zeit sich vorwärts bewegt. Nee, braucht keinen. Ach so, 50 Herstellungskomponenten pro Stück. Ja gut, wir haben keine mehr. Gott sei Dank. Dann mach mal 100. Das könnte ungefähr passen dann. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich mach mal eben noch kurz den Folgen-Screenshot, so völlig ungeniert in der Folge. Das hast du sonst auch überall gemacht. In der Turb machst du das auch so. Bei Far Cry mache ich das auch so. So. V. Am geilsten ist der Screenshot, finde ich, bei Tensei und der Trip mit dieser komischen schiefguckenden Eule. Gustav Returns, meine Damen und Herren. Gustav Returns. Ach so, ja, tschüss, ne? Macht's gut.